Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ihr seht es am Bild von Dr. Marcel. Wir hatten sehr viel Spaß im letzten Part. Eine wilde Party gefeiert. Und, ja. Und zwar mit Sigmund Freud und Sigel Jung. Und, naja, aber wir verschwinden mal von hier wieder. Man weiß ja nie. Oder sollen wir Dr. Marcel noch mitnehmen? Ich brauche es nicht. Ach. Hau nochmal mit dem Topf dagegen. Typen wie den verspeise ich doch zum Frühstück. Auch wieder wahr. Na gut, ich glaube, weiter können wir ihn wirklich nicht verunstalten. Es sei denn, Harvey hat noch eine Idee. Was hältst du denn? Ach ja, hatten wir ja schon. Ja, genau. Stimmt, hatten wir ja schon. Egal. Gut, dann gehen wir wieder raus hier. Und zwar hier raus. Weil es muss ja seinen Sinn haben, habe ich mir überlegt, dass wir wieder hier hoch können. Edna, du solltest eigentlich... Genau. Jetzt sieh sich das mal einer an. Hier wollte ich hin. Perfekt. Perfekt. Edna, wenn du jetzt noch durch diese Tür gehst, dann wäre ich dir sehr verbunden. Benutze Tür. Die ist verschlossen. Ah, okay, gut. Gut. Edna! Ach, dann geh halt hier hoch. jetzt sind wir wieder hier. Und wenn wir schon mal hier sind, dann will ich vor allem mal eine Sache wieder machen. Und zwar ist das... der falsche Raum? Okay. Super. Hallo Poki, mit dir hatten wir zwar damals schon geredet, aber was soll's? Ich mag dieses Knarzen der Bodendielen. Ja, ich mag dieses Knarzen der Bodendielen auch, da hast du völlig recht. Entschuldigung, das muss einfach sein. Ja, ich glaube, ich bin hier falsch. Dann muss ich noch eins hoch, genau, da muss ich noch eins hoch. Ja, genau. Hier wollte ich nämlich wieder hin. Eigentlich nur um eins auszuprobieren. Und zwar, ob wir in Dr. Marcels Büro noch ein bisschen Verwüstung anrichten können. Ich muss nämlich zugeben, dadurch, dass ich im letzten Part so ein bisschen rumgealbert habe mit dem Bild, bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen. Und ich habe irgendwie Lust, das Ganze jetzt mal mit Dr. Marcels Büro zu machen, einfach um das mal zu zeigen. Jawohl! Edna! So will ich das sehen! Jawohl! Der Doktor ist offenbar ein Polo. Ja. Der Topf funkelt vielleicht nicht. Dafür ist er Titanium beschichtet. Cool. Was können wir hier sonst noch machen? Mortimer, ich will heute aus Pokalen speisen. Sehr wohl, Milady. Den Kaviar in Pfefferminz oder in Cheese and Onion? Okay. Dann machen wir halt mit Senf noch ein bisschen rum. Das Barbecue fällt flach. Das Feuer ist aus. Schade. Aber vielleicht können wir den Schreibtisch noch ein bisschen verunstalten. Jawohl, so will ich das sehen, Edna. Da fällt mir eines Hulgor nicht immer noch hier drin. Hulgor ist noch hier drin. Haha, und das heißt, wir speichern. Hulgor! Falls wir ihn überhaupt wieder aufmachen können, ich weiß nicht. Ja! Perfekt. Ich wollte eigentlich Hulgor... damit ein bisschen... Schade. Ich hatte echt gehofft, wir könnten Hulgor noch ein bisschen beschmieren, aber gut. Der wird sich wundern, wenn er sich setzt. Ja, genau. Ach, das wollte ich hier unbedingt mal ausprobieren. Das muss einfach sein. Können wir den Stuhl wegrücken eigentlich? Den will ich gar nicht nehmen. Da hat doch Dr. Wie
Wieso habe ich das jetzt vorgeklickt? Egal. Wir sollten eigentlich den Stuhl nur wegrücken, oder? Nein. Das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Ach, verdammt. Gab es denn nichts, was wir hier am Schreibtisch machen konnten? Dann halt nicht. So. Da haben wir aber noch das Diplom. Das sollten wir am besten auch noch mal... Moment mal. Da fällt mir was ein. Das sollten wir uns noch mal ansehen, das Diplom. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Genau. Und ich frage mich, ob wir die nicht irgendwie benutzen können, diese Unterschrift. Weil wir haben ja dieses Formular hier. Jetzt heißt es knallhart kombinieren, WeHawk LP. Was könnte man mit dieser Unterschrift anfangen? Ich will mal was probieren. Ich würde gerne, aber es ist hinter Glas. Ah, okay. Gut, dann ging das wohl nicht. Aber ich hatte gehofft, dass sie sich die Unterschrift vielleicht von dem Typen wenigstens einprägt, dass wir sie gegebenenfalls... Sollen wir es nochmal probieren? Meine eigene Unterschrift? Nee, okay, doch nicht. Alles klar. Schade, ich habe gedacht, sie könnte sich irgendwie die Unterschrift vom Doktor einprägen und dann irgendwie hier versuchen zu fälschen. Dann eben nicht. Oh, Schublade. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht benutzt bisher, oder? Kann das sein? Dann schauen wir mal, was drin ist. Zu. Das macht mich rasend. Ärgerlich. Aber wozu haben wir unser kaputtes Stuhlbein? Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Okay. Vielleicht mit der Gabel? Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Okay. Wir haben hier noch das Messer. Probieren wir es mal damit. Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück? Yes! Na, wer sagt's denn? Perfekt. Sehr gut. Jetzt sehen wir uns das Ganze mal an. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Ah! Jetzt bin ich richtig froh, dass ich hier reingegangen bin. Unfassbar! Ich bin eigentlich mit dem Sinn und Zweck hierher gekommen, einfach alle nur ein bisschen Verwüstung hier anzurichten. Und eventuell Holger noch eine zu verbrezeln. Aber, das ist ja genial. Das freut mich, dass wir hier sogar weitergekommen sind dadurch. Captain Unbrauchbar! Was sagst du zur Schublade? In diesem Bild holt Captain Unbrauchbar sein Erspartes aus der Sockenschublade. Cool. Dieser Captain. Ja, er weiß, wie man sich auf harte Zeiten... Ich sollte erst Holger beiseite schaffen. Ja, der Captain weiß, wie man sich auf harte Zeiten vorbereitet. Ich will eigentlich immer noch Holger mit Senf beschmieren. Och, Mann. Na, was soll's. Hey, Stiesel, alte Socke. Sollen wir noch Senf an die Türklinke machen? Nee, komm. Okay, lassen wir das. Dann weiß ich nämlich auch schon ganz genau, wo wir diesen... Ja, was war da denn los? Man weiß es nicht. Ich bin irgendwie... Ja, irgendwie ist die Aufnahme abgekackt. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich auf einmal hier bin. Und ich habe das die nächsten 3 bis 4 Minuten gar nicht mitbekommen, dass die Aufnahme mir abgekackt ist. Ja, und jetzt sind wir hier. Und bevor ich jetzt aber durch die verbotene Tür gehe, würde ich ganz gerne noch was ausprobieren. Und zwar hat mir jemand gesagt, ich soll doch bitte mal hier diese Topflappen beim Bienenmann einfach mal benutzen. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Einfach mal, um zu gucken, was da passiert. Dazu sollten wir allerdings nicht aufs Klo gehen und diese wunderschöne, herzzerreißende Party hier stören. Lassen wir das. Herzzerreißende Party? Egal. Wir benutzen auf jeden Fall jetzt mal die Topflappen beim Bienenmann.
Da soll etwas unglaublich Lustiges bei rauskommen und ich bin mal gespannt. Brauchst du zufällig Topflappen? Zufällig nicht. Ich habe immer ein eigenes Paar dabei. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Wow. Tauschen wir? Na gut, warum nicht? Was? Okay, das war sogar ein freigeschalteter Erfolg und stattdessen haben wir jetzt bienenfarbene Topflappen. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Bienenfarbene Topflappen, das ist der größte Traum und er ist endlich in Erfüllung gegangen und das ist wunderschön. So, nichtsdestotrotz, haha. Ja, Stimmungsschwankungshawk LP. Werden wir uns jetzt wieder in den Wäschelift begeben und wieder versuchen, ins Treppenhaus zu kommen. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen... Moment! Da fällt mir noch etwas ein. Und das ist leider gespoilert worden, was ich ein bisschen schade finde. Da kommt der nächste Ausgang. Na gut. Ich glaube, das machen wir jetzt auch in diesem Part noch nicht. Was soll's. Wir machen es in diesem Part noch nicht, weil es ist eine Kleinigkeit von euch gespoilert worden, was mich im Nachhinein etwas geärgert hat. Und zwar, dass wir diesen Typen hier noch ein bisschen ärgern können. Auf gewisse Art und Weise. Und das, glaube ich, sogar müssen, um weiterzukommen. Aber ich glaube, das zeige ich dann im nächsten Part. Ja, Edna, laber mir nicht immer dazwischen. Was soll denn das hier, Mädchen? Esch mal. Hier runter. Danke. Oh mein Gott. Wir haben den Herrn Mantel weggeglitscht. Ist das nicht herrlich? Bei der Gelegenheit machen wir auch noch was. Ja, nimm es weg. Nimm es weg. Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist bloß Senf. Böser Senf. Böser Hobbit. Macht böse Flecken. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet mit Gollum, Gollum. Oh, nimm es weg, nimm es weg. Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist bloß Ketchup. Böser Ketchup. Böser Hobbit. Macht böse Flecken. Gollum, Gollum. Das ist so... Okay, das ist richtig geil. Sehr gut. Nein, du sollst... Obwohl, können wir die Säcke... Die konnten wir nicht aufschlitzen, ne? Oder? Da überall Muster reinzuschneiden, würde ja direkt in Arbeit ausarten. Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu kostbar. Mädel, du sollst sie auch aufschlitzen und nicht Muster reinschneiden. Aber gut, komm. Gehen wir wieder hier hoch. Da kenn ich nix. Moment mal, gab's hier eigentlich irgendwie eine verschlossene Tür noch oder so? Nee, das hier war, glaube ich, der Aktenraum gewesen. Hier ging's in den Heizungskeller oder irgendwie sowas. Zum Herrn Mubelfrub. Ja, ich glaube, dann sollten wir wirklich wieder ins Treppenhaus. Zu Trepphub sozusagen. Obwohl, Moment. Mal kurz gucken, ob der Schlüssel vielleicht hier schon passt. Der passt hier nicht. Schade. Gut, dann gehen wir hier durch. Wir haben bienenfarbene Topflappen. Ich find's immer noch genial. Herrlich. Oh, okay. Da geht's raus. Und ich glaube, wir mussten hier raus. Genau, da hinten ging's dann zu Sigmund Freud und so weiter. Speichern. Ja. Und gehe zu Trepphub. Oder in diesem Fall zu Treppauf. Genau. Und das hier ist die Tür, zu der ich wollte. Das müsste eigentlich die Schlüsseltür sein. Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Yes! Yes! Perfekt. Aber was erwartet uns hinter dieser Tür? Wird dort das böse Ätna-fressende Monster auf uns warten? Oder wird Harvey dort seine neue Seite offenbaren? Seine... nein, lassen wir das. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich erzeuge an dieser Stelle einen Spannungsbogen. Ihr seid bestimmt stolz darauf, dass ich das mache. Und wir sehen uns erst im nächsten Part von Edna bricht aus wieder. Denn was hinter dieser Tür lauert, das will ich noch gar nicht wissen. Nein, das ist bestimmt viel zu grausam.
Denn was dieser Herr hier, der im Moment so schön grau hinterlegt ist, da schon wieder verbrochen hat, das kann nur grauenvoll sein. Ich pack das in diesem Part noch nicht. Deswegen, bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.